Ja, hallo Moma-Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Alle, die den Livestream vorige Woche ja gesehen haben, haben wir gemerkt, dass der Daniel da war, also der Pontbahner, und wir haben ein bisschen was geschafft. Dazu gehe ich heute in dem Video nochmal ein. Und er hat mir auch was ganz Besonderes mitgebracht, das müsste jetzt hier im Hintergrund auch schon angefahren kommen. Jawohl. Machen wir mal so. Ich gehe noch ein Stück zur Seite. Jawohl. Also seht's. So passt das. Der Desiro ist endlich in Doppeltraktion. Das habe ich mir ja schon immer gewünscht gehabt. Und der Daniel hat gesagt, okay, gut, ich brauche das Teil eigentlich sowieso nicht mehr. Kannst du haben. Jetzt steht er hier. Synchronisiert. Also werden die Code aufeinander eingestellt. Alle Loks, die jetzt hier fahren, sind mit Geschwindigkeit eingemessen, haben Originalgeschwindigkeit. Die Rotorwerte wurden geändert, sodass es jetzt immer so klingt wie ein Panzer, bis auf die 440, die hier drüben steht. Da haben wir leider nichts hingekriegt. Und ja, und die E41 hat den neuen Decoder gekriegt. Ist auch eine lange, traurige Geschichte eigentlich. Das erkläre ich euch dann später. Jetzt geht es erstmal um den Desiro. Der ist wie gesagt zweiteilig, könnt ihr ja sehen. Wird nicht immer in Doppeltraktion fahren, gibt es ja im wahren Leben auch nie so wirklich. Außer bei einer Betriebsfahrt jetzt. Eigentlich sind bei der Rodik die Züge immer so konzipiert, dass ein Gespann vollkommen ausreicht. Weil die Rodik natürlich auch eine private Gesellschaft ist sozusagen und auch nicht so viel Geld hat, jetzt hier drei Züge dran zu hängen, wenn die Auslastung auf der Strecke einfach nicht so groß ist. In den Desiro, lasst mich lügen, gehen ja auch 200 Leute rein. Also die fährt bei uns jetzt hier im Stundentakt, gehen 200 Leute rein, und ich muss sagen, außer mittags, so im Pendlerverkehr am Wochenende, ist das Ding auch nie voll. Also ich wüsste auch nie, wo die jetzt noch fahren, die Dinger. Weil in Berlin fährt der KISS und Richtung Norden weiter hoch ist dann der RS1. Und RS1, whatever. Der Pottmaner wüsste es jetzt, er würde mich schon zusammenscheißen, dass ich hier so einen Rotz erzähle. Und der GTW auf den ganzen Strecken halt. Also, was soll ich sagen? Sieht trotzdem schön aus, wird natürlich aber auch im Einzelnen dann fahren irgendwann. Aber zurzeit finde ich, sieht das auch richtig Hammer aus, und ich lasse es jetzt auch schon mal so gekoppelt. Ist auch eine scheiß Arbeit eigentlich, das dann zu entkoppeln. So, genau. Das war das Erste. Den werden wir jetzt mal wieder beiseite fahren. Ne, in die andere Richtung. Oh, der Daniel hat mir auch noch eine Sprache geschickt. Hör ich mir dann hier gleich an, mal zwischendurch. So, aus. Zack. Ich fahre momentan wieder über die Kabelmaus. Weil ich keine Lust habe, jedes Mal hier Internetleitung und sowas zu legen. Ich finde es nicht. Hier ist er. Andere Seite. Hier seht ihr dann die alte Konstellation, die ihr schon kennt, die drei Silberlinge mit der E41 dran. Ich werde jetzt mal ein bisschen umswitchen und dann zeige ich euch die mal im Bahnhof, was sie so für Funktionen hat, weil die jetzt ja einen neuen Decoder gekriegt hat. Auch danke an dich, Daniel, nochmal, dass du des Rätsels Lösungen endlich gefunden hast. Also ich switche jetzt mal kurz um und dann sehen wir uns gleich. Also das ist das gute Stück. Die E41, die ihr ja bereits schon kennt, und ich mache jetzt mal das Licht aus, also ein bisschen dunkler sozusagen. Da gucken wir uns mal die ganze Funktion an. Also ich finde, im Dunkeln sieht man das dann ein bisschen besser. So soll es reichen. Genau. Also, ich hoffe, ich habe das jetzt richtig rum hier auf dem Schirm. Also ihr seht natürlich, ist klar.
Beleuchtung vorne binden, wechselt immer. Genau, dann hat man natürlich auf der 2 hier Zug Schlussbeleuchtung. Auf der 3 ist momentan gar nichts. Die 4 auch nie besetzt. Also ich muss dazu sagen, die Lok hat eigentlich noch Sound, aber ist halt jetzt kein Soundmodul mit drin, deswegen funktionieren jetzt hier manche Tasten nie. Genau. Die 5 dann als Führerstandsbeleuchtung und die 6 auf der anderen Seite. Hier weiter mit 7, 8, 9 ist nicht mehr zu schalten, okay. Das sind dann alles andere Funktionen. Also ihr seht, es hat wirklich ein Expertmodell, ne? Man kann das getrennt schalten hier. Ist das überhaupt ein Expertmodell? Ich hoffe, ich erzähle jetzt keine Scheiße. Okay, Moment. Jawohl, genau. Also es ist ein Expertmodell. Das gute Stück. Und der hat mich damals, glaube ich, 80 Euro neu gekostet. Bei Müller. Bilde ich mal ein. Ich glaube, es war bei Müller. Ist aber auch egal, spielt hier natürlich nichts zur Sache. Auf jeden Fall geht es dann weiter. Die P8 müsstet ihr alle noch kennen, also die preußische 8 sozusagen. Die hat jetzt auch einen Decoder von mir gekriegt, in der Woche jetzt, wo der Daniel, also der Daniel ist jetzt schon eine Woche wieder zu Hause und ich hatte halt Spätdienst eine Woche. Da habe ich mich dann bloß früh mal ein bisschen dran gemacht, hier und da ein bisschen, hier ein bisschen was gemacht, da ein bisschen was gemacht, ein bisschen an meiner Halle weitergemacht, also an meiner Lokwerkstatt, die ja dann hier unten auf die Platte soll. In dem Zeitpunkt dann später nochmal genauere Details, wenn es soweit ist. Genau, die P8 hat einen Decoder bekommen, da kommt dann demnächst auch ein Rauchgenerator rein, das ist so ein bisschen meine Versuchslok hier. Bevor ich dann die 82 befeuere, will ich erstmal die P8 befeuern, so gucken, ob ich das so hinkriege oder ob es einen großen Knall gibt. Bei der P8 ist es mir nie so wichtig oder nie so schlimm, da habe ich damals 20 Euro für bezahlt in einem ganzen Pack, da das es gab. Anno 1950, keine Ahnung. Und ja, das ist mir das am Ende dann wurscht. Wenn dort jetzt irgendwas dran kaputt geht. Die Lok kommt sowieso nie um die ganzen Radien hier rum bei mir. Also ich kann da wirklich nur Außenkreis mit dem Stück fahren. Ja. Mehr gibt es gar nicht zu erzählen, was das Thema Loks angeht. Aber wie ihr schon im Livestream gesehen habt, habe ich allerhand im Schattenbahnhof gebaut, oder ich habe mit dem Daniel zusammen allerhand im Schattenbahnhof gebaut. Der hat mich da sehr gut angeleitet, muss ich sagen. Wir haben hier die Abfahrt, also hier unten die Abfahrt, nochmal ein bisschen überarbeitet, dass der Radius ein bisschen größer ist und dass die Schienenstöße immer ganz so heftig sind. Das ist jetzt bloß nach vorne. Aber den müssen wir leider so lassen, weil sonst kommen wir da nicht rum. Und ja, genau. Ich switche jetzt auch mal oben runter in den Schattenbahnhof, zeige euch kurz, was da alles so passiert ist. Bis gleich. Also ich hoffe, ihr könnt jetzt alles sehen. Ich bin hier. Es ist halt wirklich sehr, sehr wenig Platz hier unten drunter. Aber das macht nichts. Ich habe ja lange Arme. Also ihr seht hier vorne, kommt der Zug ganz normal an. Kann dann entweder gesplittet werden, hier außen, auf ein langes Abstellgleis. Oder kann hier entweder in die Abstellung von den drei Gleisen oder hier außen geht es dann Richtung Hafen, beziehungsweise also hier ist eine Drei-Wege-Weiche drin, oder Richtung Werkshalle und Richtung Hafen halt, ne? Genau. Ich bin noch am Überlegen, hier eine Weiche links einzubauen, dass ich noch zwei Abstellgleise habe. Das wird sich alles noch zeigen, weil ich habe festgestellt, die Abstellgleise, die ich jetzt habe, sind immer noch zu wenig. Obwohl ich ja jetzt hier schon 3 Meter Abstellung habe, mindestens 3 Meter Abstellung.
Deswegen werde ich das hier einbauen. Und ja, dann noch mehr Abstellmöglichkeiten schaffen, sozusagen. Genau. Ihr seht hier vorne, ist noch Inlines, was dann momentan Richtung Kamera führt. Das wird sozusagen rumgelegt. Das, ich weiß nicht, wer sich noch erinnern kann an den Unterbau, den ich damals hier gemacht habe. Da war ein Stück Strecke geplant für die Schmalspurbahn. Das wird sich natürlich jetzt ändern. Das geht hier drüben raus und endet dann auf der anderen Seite, wo jetzt momentan der Bauernhof ist und die Stadt, ein Stück, das Dorf sozusagen. Da wird es eine Verladestelle geben von der Schmalspurbahn auf die große Anlage. Und ja, das ist erstmal dazu zu sagen. Ich hole euch jetzt nochmal hier vor und dann gucken wir uns das nochmal an. Mehr im Detail sozusagen. Entschuldigung für die Wackler, aber mein Handy-Stativ ist ganz schön ausgeleiert, habe ich so den Eindruck, da werde ich wohl mal ein neues brauchen. Also, jetzt nochmal im Detail das Ganze. Von dort oben kommen die Loks, also von hier hinten. Einmal runter. So. Könnt dann wie gesagt hinter auf die große Abstellung oder halt hier vorne auf die Bäderabstellgleise. Und hier hatte ich ja gesagt, baue ich das ein. Genau, hier kommen also noch zwei Abstellgleise hin. Bis vor die Säule. Und von der dritten geht dann aus hier ein großer Weg. Ich habe jetzt hier schon Kork hingelegt, das wird dann hier vorgeschoben sozusagen. Geht es dann hier vorne, wo jetzt der Doppelstockgarnitur steht von der Deutschen Reichsbahn. Geht es zur Halle, die ihr hier oben schon mal als Grundgerüst darstellt. Aber wie gesagt, das später und dann hinter zum Hafen, der jetzt sozusagen noch überdeckt ist. Der wird auch nochmal ein bisschen umgebaut, dass hier mehr Platz ist. Genau, das habe ich ganz vergessen. Und das hätte mir der Daniel ja bestimmt wieder richtig übel genommen. Ne, Quatsch, hätte er nicht, aber das muss ich ja erwähnen. Hier die V36. Mit elektrischer Kupplung hat er mir mitgebracht und noch ein paar Kesselwagen hat er mir auch dazu mitgebracht. Und dann natürlich noch eine Weste, aber dazu dann beim ersten oder beim nächsten Trainspotting-Video. Genau. Ich werde jetzt hier noch ein bisschen weiter basteln, lasse die Kamera zwischendurch ab und zu mal ein bisschen laufen. Da erkläre ich was dazu, wie ich was mache, warum ich es mache. Und dann würde ich sagen, lassen wir mal noch ein paar Züge fahren und dann ist auch Schluss wieder für heute. Ich denke mal, das Video ist lang genug gewesen. Ich werde euch auch dann in diesem Fahrvideo auch nochmal ein paar Szenen einspielen, wo der Daniel da war. Da haben wir ja auch Fahrbetrieb gemacht ohne Ende, hat seine ganzen Loks mitgebracht oder nicht alle seine, viele hat er mitgebracht und das zeige ich euch dann einfach nochmal. Gut, hier oben seht ihr übrigens meine Verkabelung von den Signalen, die erstmal nur provisorisch dort ist. Das muss dann nochmal entweder digital erfolgen oder muss irgendwo nochmal in den extra Kasten gemacht werden. Das stört mich so jetzt ehrlich gesagt noch. Genau. Also wie gesagt, jetzt im Anschluss noch ein bisschen Gleisbau, dann Fahrvideo und dann bis später. Genau, da bin ich wieder. Es gibt nur ein einziges Problem. Ich habe leider nicht mehr genug Flexgleis da, um das zu bauen. Um das fertig zu bauen sozusagen. Und ja, deswegen was soll ich sagen? Muss es warten. Ich mache jetzt das Fahrvideo hinten dran und dann kommt es halt im nächsten Teil mit. Bis später. Ja, also einen wunderschönen guten Morgen, Freunde. Was soll ich sagen? Pläne sind da, um sie über den Haufen zu werfen. Ich habe gestern leider kein Fahrvideo mehr geschafft, weil ich mir die ganze Zeit den Kopf zerbrochen habe, wie ich das baue mit der Halle.
weil hier vorn auf dem Teil nicht genug Platz war, um einen ordentlichen Anschluss zu bauen. Also habe ich die ganze Halle jetzt im Endsegment gekürzt. Das heißt, ich kann jetzt nicht mal meine BR-440 dort parken zum Reparieren, aber das ist dann halt so. Es ist ja hauptsächlich eine Lokwerkstatt. Und die Zero geht rein und ich habe gute Neuigkeiten. Ich krieg höchstwahrscheinlich eine Leihlok. Die passt dann auch da rein. Grüße gehen nochmal meinen Sponsor raus an der Stelle. Also an meinen privaten Sponsor sozusagen. Ist ja kein richtiger Sponsor, ich krieg jetzt kein Geld. Der stellt mir einfach das Ding zur Verfügung für eine gewisse Zeit. Und dann, wenn sie mir gefällt und wenn ich meine Frau überzeugen kann, werde ich das Ding natürlich auch abkaufen. Auf jeden Fall herzlichen Dank an meiner Stelle für dein Vertrauen und so weiter und so fort. Haben wir ja alles schon privat besprochen. So, genau. Und deswegen habe ich mich jetzt dazu entschieden, den ganzen Hafen abzureißen und die Halle dort hinten hinzustellen. Hat natürlich auch einen Vorteil, dass ich hier vorne, wo jetzt vorher die Halle geplant war, natürlich länger Platz habe, um längere Züge abzustellen. Demzufolge kann dann auch der Kran hier längere Schienen kriegen und so weiter und so fort. Und dann kann man auch 2-3 Boote hier anlegen lassen oder längere Boote. Also ich habe ja jetzt hier schon meine Marianne, die ist ja nur schon lang, aber man kann natürlich noch ein zweites und ein drittes hinstellen dann demzufolge, ne? Und unten eine schöne Kaimauer bauen und so weiter und so fort. Aber das dann wieder, wenn es soweit ist. Jetzt konzentrieren wir uns erstmal auf die Halle. Die baue ich heute auch weiter dann mit meiner Frau zusammen. Und ja, jetzt werde ich ein bisschen aufräumen hier noch. Und dann werde ich euch das Fahrvideo drehen, was ich euch ja versprochen habe. Das wird natürlich nicht fehlen.
das war jetzt das kleine separate Fahrvideo. Was soll ich dazu sagen? Der Daniel hat viele schöne Sachen mitgebracht, hat auch sehr schöne Loks. Absolutes Highlight natürlich der VT. In, ja, wunderschönes Modell. Pico mit Sounddecoder haben wir hier eingebaut. War eine scheiß Arbeit, aber es lohnt sich definitiv. Es hat richtig, richtig geile Funktionen, auch mit der Führerstandsbeleuchtung und so weiter und so fort. Ich fuchtel hier die ganze Zeit mit meiner Hand vorne rum. Ja. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Und ich freue mich natürlich, wenn ihr jetzt ein Like und ein Abo da lassen würdet und so, bla bla. Ne? Ist eigentlich nebensächlich, aber dürft ihr natürlich gerne machen. Gerne auch einen Kommentar reinschreiben, was ich verbessern könnte. Und bis zum nächsten Mal, euer Steven. Macht's gut.